Ich habe einen kleinen süßen Putzelwurzel auf meiner Schulter, nämlich dieses kleine Hypogryphen-Baby. Und ihr fragt euch sicherlich, hey du krasser Ficker, kann ich sowas auch machen? Kann ich auch Mama sein für einen Hypogryphen-Junges, wenn man in diesem Buff glauben mag? Und ja, das geht. Heute am 23. Februar 2017 wurde das große Hypogryphen-Schlüpfen gelauncht. Ein, ja, wirklich ein Mini-Event im Zuge dieser neuen Mini-Event-Serie, die ja mit dem letzten Patch im Spiel implementiert wurde. Und das Event scheint auch wirklich nur, wenn denn der Kalender so stimmt, an diesem Tag zur Verfügung zu stehen. Deswegen empfehle ich euch, das auf jeden Fall heute oder dann halt in genau einem Jahr zu machen. An diesem Tag könnt ihr euch nach Feralas begeben in den, ja, Südwesten, würde ich mal sagen, zu dieser Bergkette. Dort findet ihr dann jede Menge Hypogryphen, bei denen ihr dann ein bisschen rumschnaggeln könnt. Und was es hier eigentlich zu holen gibt, das ist vorneweg gesagt nicht viel. Ihr könnt euch wirklich nur diese kleinen Hypogryphen auf die Schulter pappen und euch einmal das Hypogryphen-Mama fühlen. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache, aber mehr gibt es ja wirklich nicht zu holen. Wir sehen ja jede Menge Hypogryphen, diese Hypogryphen-Feder, Fransenfeder-Hypogryphen, so rum. Wir sehen die kleineren, die hier irgendwie rumschweren, sicherlich auch. Wir sehen hier jede Menge verwirrte Spieler, die nicht raffen, was abgeht. Und was es hier eigentlich zu tun gibt, das beschäftigt sich mit diesen Eiern. Falls ihr den Buff noch nicht habt, dann könnt ihr euch auf diese Eier draufstellen, müsst kurz warten, ihr kriegt dann einen Buff, der besagt, dass ihr gerade ein Ei ausbrütet, und wenn das abgelaufen ist, dann kriegt ihr genau dieses kleine Hypogryphen-Baby auf die Schulter. Ist eine ganz nette Sache, ganz niedlich gemacht, aber wirklich für ambitionierte Spieler ist das natürlich nichts. Andernfalls gibt es ja auch noch, wenn man denn den Jungs von Buffed glauben mag, auch einen Boss, ein 50 Millionen Hit Points Boss, der hier irgendwo in der Gegend rumschnackt. Falls ihr es genauer wissen wollt, empfehle ich euch Einschläge WoW-Fansites, um das genauer herauszufinden. Andernfalls war es das von mir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ja, tschüss. Oh lol, ich habe einen Hypogryphen auf der Schulter.